Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Heute mit dem Planer Rückblick 2016 Tag von der lieben Ria vom Kanal Dekoriert. Und eigentlich hatte ich vorgehabt, mich unverschämterweise selbst einzuladen für diesen Tag. Ich habe mir schon gedacht, auch ich werde bestimmt nicht getaggt und aber dem war nicht so. Ich wurde gleich von zwei Mädels getaggt, denen ich auf YouTube folge. Und zwar ist das die liebe Janet von Diamondes Creative. Ich habe es bestimmt wieder falsch ausgesprochen. Ich bin schlimm, 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 schlimm. Und von der lieben, von ihr weiß ich nicht den Vornamen. Ich finde das einfach so lustig. Ich finde den Namen echt krass. Püppi Lotta Schoko Minza. Du musst mir unbedingt mal meinen Vornamen sagen. Ich möchte nicht die ganze Zeit Püppi zu dir sagen. Obwohl das eigentlich ziemlich cool klingt. Ja. Verzeiht mir, wenn ich jetzt alles falsch ausgesprochen habe. Ja, ich habe es nicht so mit Namen. Irgendwie. Noch nie. Ja. Ich habe es mir ein bisschen gemütlich gemacht. Hab mir hier meinen Malzkaffee hingestellt. Ich darf ja keinen Kaffee mehr trinken. Ich darf nicht. Ich möchte gerne, aber ich darf nicht. Und das dient mir jetzt so ein bisschen als Ersatz. Und ich glaube, dann fangen wir einfach mal an. Ich habe hier ein paar Fragen. Die Fragen findet ihr auch unten in der Infobox bei mir. Und da könnt ihr auf jeden Fall mal bei den anderen Kanälen vorbeischauen, die diesen Tag auch gemacht haben. Das verlinke ich euch, wie gesagt, auch unten. Es ist ziemlich interessant, was diejenigen zu den Fragen zu sagen haben und zu erzählen haben. Das fand ich echt interessant. Ich habe auch wirklich bei jedem reingeschaut. Die erste. Welche Systeme hast du in 2016 zum Planen benutzt? Gab es Änderungen? Ich habe ja erst im November 2015 mit dem Filofaxing angefangen. Das heißt jetzt so ein gutes Jahr her. Und seitdem habe ich eigentlich kein neues System als dieses Ringsystem ausprobiert. Ich glaube, ich bin einfach noch nicht so lang dabei, dass ich sagen würde, ja, ich habe jetzt schon alles ausprobiert. Und ja, ich bin wirklich bei dieser Ringtechnik geblieben und ich muss sagen, ich bin damit eigentlich ganz glücklich. Ich bin nur zwischen verschiedenen Planern hin und her gewechselt. Das ist alles. Also ich kann euch gerne mal zeigen, mit wem ich angefangen habe. Ich habe angefangen mit diesem Planer hier. Wie ihr seht, ist das ein No-Name-Planer von, BSB war es nicht. Ich weiß es nicht mehr, von welcher Firma das war. Das war mein allererster Planer, bevor ich mir einen Filofax gekauft habe. Ich finde ihn immer noch schön. Ich habe leider nicht gemerkt, dass hier so ein Fehler drin ist im Material, so ein Nähfehler. Den habe ich erst gesehen, nachdem ich ihn gekauft habe, weil da so eine Banderole drum war. Und dieser Planer dient mir jetzt als Ablage von meinen ganzen Einlagen. Und ich benutze ihn regelmäßig, weil ich immer noch ein paar Sachen raushole. Zum Beispiel meine Listen und meine To-Do-Listen. Also das sind immer noch Sachen, die ich brauche, die ich auch verwende. Und ja. Ich finde ihn immer noch schön und er hat hier diesen Magnetverschluss, also es ist kein Druckverschluss. So, mein erster Filofax war dieser hier. Ich finde ihn immer noch super, super schön. Er fühlt sich richtig toll an. Er hat so eine richtig schöne, weiche Oberfläche. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich ihn gekauft habe, da war ich überglücklich. Ich war einfach nur fasziniert von diesen super schönen Planer und habe ihn dann für zwei Setups, glaube ich, habe ich ihn benutzt. Also ich war da schon etwas länger drin. Mein dritter Planer war, glaube ich, der hier. Mein Filofax The Original in Dark Aqua. Er dient mir momentan als Ablage für meine Wochendekoration. Ich glaube, ich habe hier das erste Halbjahr drin und ja,
immer noch super schön, aber ich werde mir wahrscheinlich keinen mehr kaufen, obwohl ich die echt am liebsten habe. Aber die sind so empfindlich, ich weiß nicht. Aber ja, mit was habe ich weitergemacht? Ich glaube, ich hatte danach diesen Websters. Den habe ich auch gebraucht gekauft. Ja, der dient mir als Einlage für meine dekorierten Einlagen vom zweiten Halbjahr, also von diesem Halbjahr. Und ich finde ihn immer noch schön. Ich mag es, wie gesagt, hin und her zu switchen. Und dann kam der hier. Ich liebe ihn immer auch sehr. Er ist echt sowas von weich. Ich finde es immer richtig krass, wie unterschiedlich die Oberflächen vom Material sind, die ganzen Websters, obwohl die eigentlich von derselben Firma sind und auch die gleiche Größe haben und gleich aufgebaut sind, ist die Oberfläche von jedem anders. Sogar bei meinem Natural, da ist auch die Oberfläche ganz anders als bei dem hier. Viel glatter und trotzdem weich. Also ich bin immer wieder überrascht. Positiv überrascht. Ja, das war der. Und ich habe meine Liebe für diese Planer entdeckt. Für den hier. Für die Simple Stories. Für die Carpe Diems. Ich weiß nicht, was der Name von denen jetzt genau ist. Und der dient mir ja als Kreativplaner. Ihn benutze ich ehrlich gesagt am meisten. Weil da die ganzen Listen von mir drin sind, zum Beispiel die Stempel und ja, alles, was ich so brauche. Und da ist ja auch noch meine YouTube-Abteilung. Ja, also von den Systemen hat sich da jetzt nichts geändert. Ich bin ein durch und durch Ringmechanik-Planer-Mädchen. So, zeige deine allerliebsten Seiten. Dann machen wir das doch mal. Und, Moment, wo ist denn der? Chaos! Ich habe mir einige rausgesucht. Zeige ich euch doch mal. Und zwar ist das diese hier. Das ist vom ersten Halbjahr. Die habe ich vollgeklebt mit Washi-Tape. Also so ein richtiges, wie so ein Gemälde oder so. Und habe dann verschiedene Washi-Tapes auf einmal benutzt. Ich dachte echt, ich würde die zwei leer kriegen, aber. Oder drei, das sind ja drei. Ich habe es nicht geschafft. So, dann diese hier. Da habe ich sehr viel Zeit dafür verwendet. Und habe sehr viel gezeichnet, sehr viel rumprobiert. Und mir gefällt sie immer noch super. Ich liebe sie, obwohl sie so viele Fehler drin hat. Ja, dann noch meine Rumwoche. Finde ich mega schön, obwohl sie so schlicht ist. Und die erinnert mich ja an meine Rumreise. Und da kommen die Erinnerungen hoch. Jedes Mal, wenn ich sie aufschlage. Ach, das war das und das und das und das. Was kommt als nächstes? Nee, nicht die. Dann diese hier. Man glaubt es kaum, aber mir gefällt sie sehr, sehr gut. Mit einem meiner Lieblingssänger. Und ja, ich finde sie schön. Ich finde sie mal was anderes. Und ich mag hier dieses Fenster mit dem Bandlogo. Und dann diese hier. Die finde ich mega schön. Ich liebe diese ganzen Rosensticker. Finde ich total klasse. Zu dem Thema, zu dem Film Beastly. Finde ich immer noch total schön. Im zweiten Halbjahr habe ich euch einige Wochen nicht gezeigt, weil ich später mit YouTube angefangen habe. Deswegen, es gibt noch einige meiner Lieblingswochen im zweiten Halbjahr am Anfang. Die werde ich euch aber jetzt nicht zeigen. Die werde ich euch in meinem nächsten Flipthrough zeigen. Und ja, deswegen, aber hier habe ich auch ganz viele ausgesucht. Das ist zum Beispiel, die kennt ihr schon. Meine Empress-Key-Woche, ich finde sie immer noch super, super schön. Ich liebe sie. Ich mag die ganzen verschiedenen, unterschiedlichen Sachen, die dann zusammengefasst wurden von mir. Ja, dann diese hier, ganz klar.
Ich mag es immer noch sehr, obwohl ich es immer noch. Ach, ich ärgere mich, dass das hier so krass durchdrückt. Es zerstört das ganze Bild. Zum Glück habe ich noch ein Foto davon. Dann die hier. Die ist jetzt bei euch nicht so gut angekommen, aber ich mag sie sehr, sehr gerne. Ich liebe sie sogar. Und sie gehört zu meinen Lieblingen. Ganz klar die Woche mit meinen selbst erstellten Stickern, selbst kreierten Stickern. Das ist vollkommen klar, für mich jedenfalls. Und ich habe hier noch diese Änderung vorgenommen. Die habe ich allerdings nur auf Twitter gepostet, hier auf YouTube nicht. Und ja. Mal weiter. Dann ist das die Halloween-Woche. Mir hat sie unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich muss sagen, sie ist super geworden. Einfach mal was ganz anderes. Nicht wieder diese typischen Farben Orange, Schwarz. Und ja, also auch eine meiner Lieblingswochen. Eine meiner Lieblingswochen ist natürlich meine Geburtstagswoche. Das ist eine absolute Lieblingswoche. Ich liebe sie. Ich vergöttere sie. Mir gefallen die Farben und es ist einfach nur traumhaft schön. Ach. Okay, genug geschämt. So, dann die letzte. Das ist diese hier. Die ist bei euch auch gut angekommen und mir gefällt sie auch sehr, 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 sehr gut. Es hat eigentlich so, genau so geklappt, wie ich es mir gedacht und vorgestellt habe. Und top. Für mich. Ja. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 3. Was für Materialien hast du am meisten benutzt? Hast du Lieblingsstücke? Also ich habe im ersten Halbjahr habe ich sehr viel geklebt und dieses Halbjahr habe ich sehr viel gestempelt. Also ich habe wirklich unheimlich viel gestempelt, weil ich mir auch die Stempelkissen bei Bastelwelt Schobes gekauft habe, die alle Farben. Und da mussten natürlich Stempel her und ich habe sie wirklich regelmäßig benutzt, besonders dieses hier für die Wochen, für die Kalenderwochen zu bestempeln. Und ja, ich muss sagen, ich bin zu einem Stempelfreak geworden. Und ich habe sehr oft gemerkt, dass ich gerne Tapes benutze, aus denen ich was ausschneiden kann. Zum Beispiel dieses hier, wo ich einfach nur was ausschneiden und draufkleben kann. Also solche Tapes habe ich wirklich auch regelmäßig und sehr oft benutzt. So wirklich Lieblingsstücke habe ich eigentlich nicht. Ich mag sie alle und ja. Deine Neuentdeckung in 2016. Ganz klar, YouTube. Ich habe mit YouTube angefangen, nachdem ich aus Facebook ausgetreten bin. Und es macht unheimlich viel Spaß. Also ich hätte nie gedacht, dass es so viel Spaß macht und mir so viel Freude macht, mit euch zu kommunizieren, meine ganzen Dekos zu zeigen. Und es macht mir jede Woche aufs Neue Spaß. Und ich hoffe, ich kann das auch in Zukunft so weitermachen. Und es ist einfach nur super. Also ich würde es jedem empfehlen, der vielleicht noch einmal am Überlegen ist, ob das für denjenigen gut ist. Es ist ein Vorteil, dass man nicht unbedingt sein Gesicht zeigen muss. Man sieht ja immer nur die Hände und man hört die Stimme. Man muss ja nicht persönlich werden. Also das ist ein großer Vorteil und man kann sehr viel erzählen. Mir persönlich hilft das auch. So, eine zweite Neuentdeckung sind, ihr werdet lachen, die Online-Shops. Die ganzen Online-Shops, Scrapbook-Werkstatt, Dani Poise und die ganzen anderen, die ich euch bereits vorgestellt habe. Das ist wirklich eine Neuentdeckung gewesen. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel in diesen Online-Shops kaufen würde. Es ist dieses Jahr ziemlich ausgeartet.
Was ich zum Teil bereue, zum anderen Teil dann doch wieder nicht. Ich habe schöne Sachen dort ergattern können und werde mich aber diesmal ein bisschen zurückhalten, wo wir dann gleich zu dem nächsten Punkt kommen. Pläne für 2017, Planer, Dekostil, Kaufverhalten. Kaufverhalten. Ich möchte die Sachen, die ich zu Hause habe, mehr nutzen, mehr schätzen. Ich habe es mittlerweile so gehandhabt, dass ich mir bei den Online-Shops, bei denen ich regelmäßig einkaufe, eine Wunschliste zu erstellen mit Sachen, die ich meine, die ich unbedingt plötzlich brauche. Dann tue ich die auf die Liste. Ich habe das mal in meinem Planer gehabt, aber das hat nicht sehr gut geklappt, weil ich das dann immer wieder aufschreiben musste. Und so gehe ich einfach in den Online-Shop und klicke die Sachen an, die ich gerne haben möchte und tue sie dann auf die Merkliste oder die Wunschliste. Und ich warte dann immer, bis der Shop irgendwie solche Rabattaktionen hat. Zum Beispiel bei der Scrapbook-Werkstatt kommt das ja öfters mal vor, dass die was reduzieren. Und wenn ich die Sachen dann immer noch brauche oder haben möchte, dann kaufe ich es mir dann. Aber wirklich nur dann, wenn das auch reduziert wird. Weil mit dem Versand ist es dann trotzdem immer noch teurer. Ja. Ich möchte mich da ein bisschen zurückhalten und diesmal nicht so viel ausgeben, weil ich habe eigentlich genug Sachen. Ich muss sie jetzt nur noch nutzen. Und das ist einer der großen Pläne für 2017 bei den Planern. Halte ich mich auch schon zurück. Das ist ganz klar, obwohl ich gerne hin und her switche, wenn Planer vielleicht dann nur in anderen Farben. Also jetzt nicht wieder blau. Und was mir immer noch schwer fällt, sind diese Impulskäufe. Ich bin wirklich so ein Mensch, der, wenn ich einen schlechten Tag hatte und oder das Gefühl habe, mich belohnen zu müssen, kommt es öfters mal vor, dass ich aus Frust irgendwas kaufen muss. Und das ist immer noch so ein kleines Problem. Das möchte ich auch gerne ein bisschen herunterfahren, ein bisschen wegkommen davon. Das ist auch, wie gesagt, nochmal so ein großer Plan für nächstes Jahr. Dekostil. Bei meinem Dekostil möchte ich gerne etwas ändern. Was genau, weiß ich selbst noch nicht, aber ich möchte gerne in eine bestimmte Richtung gehen. Und das erzähle ich euch aber bei einem nächsten Video. Ich möchte gerne noch so ein Plauschvideo machen mit euch, wo ich ein bisschen erzähle von meinen Plänen, von generell von Filofaxing. Und das werde ich euch dann nochmal genau erklären, wie ich dazu komme. So, kommen wir auch schon zum letzten. Wen taggst du? Wen ich tagge? Es war wirklich schwer, jemanden zu finden, ganz ehrlich. Es wurden schon alle getaggt, schon wirklich alle. Und ich habe dennoch jemanden gefunden, zwei Mädels. Ach, es war wirklich schwer. Also ich habe wirklich alle Kanäle nochmal durchgeschaut und ach, der wurde schon getaggt und der hat schon ein Video gemacht und es war, ach, ja. Ich tagge den Kanal Prinz R. Die macht schon auch längerfristig Videos und Your Shadows Touch würde ich noch gerne taggen, falls sie mitmachen möchte, gerne oder falls sie beide mitmachen möchten. Und natürlich, wenn ihr nach diesem Video sagt, ach, ich möchte aber auch bei dem Tag mitmachen, dann ladet euch doch unverschämterweise selbst ein. Wie ich es vorgehabt habe. Und
Es ist nämlich wirklich interessant zu hören, was andere zu den Fragen antworten. Und da würde ich mich auf jeden Fall echt freuen, wenn ihr da mitmacht. Es wird auf jeden Fall richtig, richtig Spaß machen. So, das war's von mir. Ich weiß noch nicht, wann ich das Video hochstelle. Ich tue, was ich kann. Ich wünsche aber euch schon mal ein frohes neues Jahr. Rutscht gut in das neue Jahr rein. Und wir sehen uns beim nächsten Video, beim nächsten Deko-Video oder bei meinem Plausch-Video, das weiß ich noch nicht. Dann sehen wir uns später. Macht's gut. Tschüssi!